Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist der Dyson Omniglide, ein ganz neuer Akkustaubsauger von Dyson. Der ist mal so ganz anders als die ganzen anderen Akkustaubsauger von Dyson. Und wie gut er sich hier in meinem Test schlägt, das finden wir gleich zusammen raus. Als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bei Dyson bedanken. Die haben mir nämlich den Omniglide hier für dieses Video zur Verfügung gestellt. Ja, ich habe es eben gerade schon gesagt, der Dyson Omniglide ist ganz anders als andere Akkustaubsauger und auch als alle anderen Dyson-Modelle. Ihr seht es hier vorne, ihr habt hier zwei Rollen, die gegeneinander rotieren. Ihr könnt also quasi sowohl in die eine als auch in die andere Richtung saugen und das Gerät ist extrem flexibel. Ja, einfach auch komplett anders aufgebaut. Das heißt, gleich im Video machen wir es so, wir schauen uns erstmal das Gerät im Detail an, schauen uns den gesamten Lieferumfang an, der dabei ist. Danach wollen wir natürlich wissen, wie gut kann er reinigen. In diesem Fall werde ich diesmal nur Hartboden reinigen und da ein Ergebnis quasi ja, herausfinden. Denn auch Dyson hat dieses Gerät absolut für Hartboden konzipiert. Für Teppich ist er gar nicht gedacht. Ich werde euch das natürlich noch zeigen, wie er sich auf dem Teppich verhält. Aber er ist dafür nicht gedacht. Deswegen wäre es auch unfair, da jetzt irgendwie ein Ergebnis zu ermitteln und mit anderen zu vergleichen. Dann wollen wir natürlich nochmal über die Erfahrungen, die ich so im Alltag mit dem Gerät gemacht habe, sprechen. Ich werde einfach auch nochmal ein bisschen den Vergleich zeigen zu so einem normalen Dyson-Akkustaubsauger. Und viele interessiert sich ja für die Tatsache, wie ist denn das eigentlich? Ich habe einen Dyson V11, kann ich hier irgendwie die Bürste hiervon benutzen oder kann ich da irgendwas miteinander kombinieren? Darauf werde ich auch nochmal eingehen. Zum Schluss gibt es dann nochmal ein Fazit und jetzt fangen wir erstmal mit den technischen Daten an. Der Dyson Omniglide kostet je nach Modell 399 oder 429 Euro. Er wiegt 1,9 Kilo und ist 107,7 cm hoch. Die Saugleistung liegt bei 50 R-Watt. Er hat zwei Saugstufen und der Staubbehälter fast 200 ml. Der Akku hat eine Kapazität von 2500 mAh. Dies langt für eine Reinigungsdauer von bis zu 20 Minuten. Das Gerät kann auch einen Wechselakku verwenden, im Lieferumfang ist aber nur einer enthalten. Die Power-Taste ist feststellbar. Es gibt keine LEDs an der Hauptbürste und zu den Besonderheiten gehört das Saugen in beide Richtungen sowie die beleuchtete Fugendüse. So, bevor wir hier zusammen das Zubehör durchgehen, wollte ich euch einfach mal den kompletten Größenunterschied zeigen. Denn wenn man hier schaut, das hier ist der Dyson V11 Absolut Extra Pro und hier neben der kleine und auch deutlich leichtere Dyson Omniglide. Einfach nur mal so, dass ihr hier einen Größenunterschied mal gesehen habt. Jetzt kommt der erstmal zur Seite und wir gehen hier mal das Zubehör zusammen durch. Nochmal eine kurze Vorab-Info, und zwar gibt es den Dyson Omniglide in zwei Varianten. Einmal ganz normal Dyson Omniglide und dann gibt es einen Dyson Omniglide Plus. Der kostet 30 Euro mehr, 429 Euro, also das teurere Modell. Das ist das auch, was ich hier habe. Und da ist einfach der Unterschied, dass ihr diese beleuchtete Fugendüse mit dabei habt. In der normalen Variante für 399 Euro ist diese nicht dabei. So. Ja, fangen wir auch erstmal damit an. Das ist ein sehr cooles Zubehör, wie ich finde. Diese beleuchtete Fugendüse, die kann man mittlerweile auch für den Dyson V11 und andere Modelle kaufen. Kostet 55 Euro, wenn man die einzeln kauft. Und ja, die hat halt einfach die Besonderheit, dass eine LED eingebaut ist. Und wenn man saugt, sieht das Ganze dann so aus. Ja, ich hoffe, das kommt auf der Kamera rüber. Ja. Die leuchtet einfach vorne und wenn ihr dann irgendwo in so Ecken drin saugt, dann könnt ihr da halt viel besser sehen als ohne eine LED. Also, beleuchtete Fugendüse, dann habt ihr hier diesen Aufsatz, der ist so ein bisschen dafür da, um halt hier so ein bisschen festeren Schmutz, so ein bisschen, ja, etwas doller wegzukratzen, in Anführungsstrichen. Dann hat man hier diese, ja, Multifugendüse. Die ist ja, entweder eine ganz normale Fugendüse vorne oder wenn ihr es ein bisschen weicher braucht für zum Beispiel Laptop-Tastaturen oder so, dann habt ihr halt hier diese Möglichkeit. Oder wenn ihr irgendwie empfindliche Möbel habt, die könnt ihr auch ganz abnehmen, wenn ihr halt hier irgendwie bis tiefer irgendwo rein müsst. Dann hat man hier diese Milbenbürste und das finde ich halt auch ziemlich cool, weil das Ganze dann als kleiner Handstaubsauger für Sofas echt richtig praktisch ist, muss ich sagen. Also liegt sehr gut in der Hand, gefällt mir sehr gut. So. Dann seht ihr natürlich, dass das alles sehr klein ist hier. So, das ist nur das Saugrohr, mehr als das gibt es gar nicht. Das hier ist diese Hauptbürste. LEDs gibt es an der nicht, aber ihr seht halt ihr eben das ganz Besondere, dass hier unten zwei ja, Bürsten sind, die sich hier so gegeneinander drehen. Das sind auch diese fluffigen Hartbodenrollen. Ja, und die
transportieren halt den Staub dann gut nach innen. Die kann man auch hier so rausnehmen, wenn man die sauber machen will, kann man komplett hier rausziehen und wieder reinpacken. Und das Gerät selber ist halt eben so aufgebaut, generell schon, gerade von der Verarbeitungsqualität, wirklich Dyson-typisch. Das ist alles extrem hochwertig. Der Staubbehälter ist ziemlich klein mit 200 Milliliter, wird aber genauso entleert wie die anderen. Das heißt, ihr löst hier oben aus, schiebt nach vorne, dann schnappt hier der Deckel aus und ihr schießt quasi den Müll hier raus. Es passt natürlich nicht besonders viel rein, weil ja 200 Milliliter. Ansonsten habt ihr halt hier auch Dyson untypisch, ihr habt halt hier nicht diesen normalen Pistolengriff und wie ich eben beim V11 gezeigt habe, hier habt ihr halt hier diese zwei Knöpfe, der eine ist zum Starten und der andere ist, um zwischen den zwei Saugstufen hin und her zu schalten, Eco und Max. Klingt dann so. So klingt das Ganze. Dann habt ihr hier oben einen Wechselakku. Es gibt halt hier nur einen im Lieferumfang dabei. Könnt ihr nachkaufen, kostet um die 100 Euro, wenn ihr da einen zweiten zukaufen wollt. Also nicht gerade günstig. Ansonsten habt ihr natürlich auch hier noch so einen Filter hinten mit drin. Die Filterleistung ist bei Dyson immer besonders gut. Habe ich auch in diesem Video getestet, werde ich euch auch gleich zeigen. Okay, so viel zum Lieferumfang. Dann wollte ich ja nochmal zeigen, weil viele haben sich natürlich gedacht, ey, ich habe schon mein V11, ich hätte total Bock auf diese Bürste. Funktioniert das Ganze? Zeige ich euch direkt. Ihr merkt schon, das ist einfach ein ganz anderes Kaliber hier, so ein V11 gegen den Omniglide. Und hier sieht man es schon, denke ich mal, das hier ist viel dünner und ist irgendwie ein ganz anderer Anschluss. Das passt hier leider überhaupt nicht rein. Ja, und genauso ist es halt mit allem anderen Zubehör. Genauso, das passt weder hier ran noch auf der anderen Seite, hier oben, nicht wegrollen, passt das auch nicht hin. Also das kann man hier nicht anschließen. Andersrum funktioniert es genauso wenig. Ihr könnt halt auch nicht, wenn ihr sagt, okay, jetzt habe ich hier den Omniglide und ich habe hier so ein bisschen Zubehör vom V11. Ja, könnt ihr nicht in irgendeiner Art kombinieren. Hier, das passt einfach alles nicht zueinander. Okay, also keine Kompatibilität untereinander. Achso, Akku habe ich gar nicht gezeigt eben. Das ganze Teil hier könnt ihr an der Wand befestigen, wenn ihr das wollt. Habe ich bei mir einfach nur auf den Tisch gelegt und dann Strom angeschlossen. Und dann wird es halt hier so reingelegt und so dann halt hier geladen. Man sieht, das lädt, wenn hier hinten so eine kleine blaue LED leuchtet. Und wenn die aufhört zu leuchten, ist er voll aufgeladen. Schade finde ich hier in dem Fall, dass man hier wirklich, man sieht nicht, wie der Akkustand ist. Da gibt es keine Informationen. Ihr saugt quasi also irgendwie immer ins Blaue hinein. Okay, so viel jetzt zum Lieferumfang und dann zeige ich euch jetzt auch, wie das Gerät reinigen kann. Jetzt habt ihr ihn gerade in Aktion gesehen, hier bei mir auf dem Hartboden. Ich muss sagen, ich bin von der Flexibilität des Dyson Omniglide wirklich begeistert. Es macht richtig Spaß, damit zu reinigen. Der ist so wendig und gleitet über den Boden. Der Name Omniglide ist hier einfach, der Name Glide ist hier tatsächlich wirklich Programm. Er hat 99,37 Gramm von dem von mir verteilten Schmutz auf dem Boden aufgenommen. Ein super Wert. Um die 99 Gramm, also über 99 Gramm, nehmen aber halt die meisten Geräte auf dem Markt auf. Obwohl er so eine geringe Saugleistung hat mit angegebenen 50 R-Watt, da haben die Modelle heutzutage so über 150, 160 R-Watt. Da hat er weniger, aber diese Mechanik halt hier unten mit diesen zwei Gängen an der rotierenden Rollen, die nimmt das dann halt wirklich sehr gut auf. Also das macht Spaß, funktioniert super und dass er halt vorwärts und rückwärts reinigt, geht dann auch nochmal schneller. Mir ist aufgefallen, dass das mit großen Partikeln so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Das ist mir zum einen aufgefallen, als ich halt den Schmutz, den ich da hingeworfen habe, wegsauge. Da habe ich ja immer diese Holzspäne drin und die sind halt etwas größer und dann natürlich ganz besonders viele auf einem Fleck. Und wenn er so ganz viele auf einmal aufnimmt, dann merkt man, dass er halt hier drin halt ja schmaler ist als andere und da kommt er so ein bisschen an seine Grenzen ran. Hat aber trotzdem geklappt, alles aufzunehmen. Ich habe dann ausprobiert, weil ich das mit dem Dyson V11 ausprobiert habe, dass ich hier diese Frucht Loops genommen habe, hatte ich auf den Boden gelegt, die hat der V11 da unproblematisch weggenommen. Das habe ich auch hiermit probiert. Der nimmt sie auch auf. Die kommen auch tatsächlich bis hier oben. Aber hier oben ist tatsächlich eine sehr schmale Stelle in diesem Übergang drin und da kam die nicht vorbei. Das heißt, ja, Partikel dieser Größe sind nicht unbedingt für den Dyson Omniglide
geeinigt, zumindest halt hier nicht mit diesem Aufsatz. Dann habe ich natürlich auch nochmal ausprobiert, wie es ist, wenn er an der Kante reinigt, wenn also Schmutz direkt an der Kante reinigt, habe ich auch bei vielen Saugern in der letzten Zeit ausprobiert. Da ist er ein bisschen schwächer, was ich darauf zurückführe, dass die meisten halt einfach hinten geschlossen sind, dafür auch nicht rückwärts saugen können, was er kann, aber dadurch hat er halt vorne nicht so ganz doll dieses Vakuum, musste dann ein bisschen häufiger ran an die Wand, bis das aufgenommen wurde. Ist mir halt aufgefallen. Flexibilität ist aber halt auch super. Man kann sehr gut unter Sachen reinigen, unter mein Sofa. Man kommt hier ganz flach. Besonderheit ist hier, ihr müsst darauf achten, er kann so ganz flach runter. Ihr seht, das funktioniert. So rum einmal gedreht, dann hebt er aber ab. Ihr müsst halt darauf achten, dass er halt immer, wenn ihr unter was reinigen wollt, so reinigt. Ich habe mir auch die Filterleistung angeguckt, denn das ist relativ neu, dass ich das mache. Ich habe mir eine Nebelmaschine gekauft und mache das dann einfach so. Ich schmeiße die Nebelmaschine an und halte den Sauger direkt davor und sauge und gucke dann einfach, kommt von dem Nebel irgendwo was wieder raus. Ist hier absolut nicht der Fall. Funktioniert super. Also auch genau wie beim Dyson V11 das schon war, auch hier beim Omniglide eine absolut super Filterleistung. Ja, der kleine Staubbehälter hier, der ist natürlich ziemlich schnell voll. Mit 200 Milliliter ist er einfach nicht dafür gedacht, hier jetzt riesengroße Staubmengen aufzunehmen. Das heißt, wenn ihr da echt mehr reinigt, dann müsst ihr halt da häufiger ausleeren. Die beleuchtete Fugendüse, so ist das Ding, finde ich richtig cool. Also ich würde sogar empfehlen, also wenn ihr mit dem Dyson Omniglide liebäugelt, dann gebt die 30 Euro mehr für die Plus-Variante aus. Denn hiermit kann man richtig cool oben auch gerade so Spinnweben in Ecken wegmachen. Da sieht man total gut mit oder halt eben irgendwo Ecken, wo ihr irgendwo hin müsst, da seht ihr viel besser den Staub. Ja klar, es ist eine beleuchtete Fugendüse. So, das war jetzt erstmal die Reinigungsleistung. Achso, natürlich, ich habe auch nochmal probiert, wie es aussieht auf dem Teppich. Er ist nicht dafür gedacht, aber ich wollte euch zeigen, wie das Ganze aussieht. Die Rollen bleiben ziemlich schnell stehen, wenn man auf den Teppich draufkommt. Selbst der kurzflorige, den habe ich hier einfach hingelegt. Da kann man dann immer wieder ihn ausmachen, wieder anmachen, hin und her. Das geht schon irgendwie, aber er ist dafür nicht gedacht. Der Marc von Testsieger TV, der hat den Omniglide auch getestet. Der hat da so einen kleinen Hack in seinem Video gezeigt. Er hat dann ganz einfach diese Milbenbürste hier vorne ran gemacht, anstatt halt diesem Hauptaufsatz. Und dann habt ihr halt auch eine Möglichkeit, Teppiche damit zu reinigen. Ist aber eine kleine Bürste, dauert dann halt dementsprechend eben länger. Aber ein ganz cooler Trick. So, das soll es gewesen sein von der Reinigungsleistung. Und jetzt fassen wir alles in einem Fazit zusammen. Der Dyson Omniglide gefällt mir richtig gut, ist ultra flexibel, ist wirklich noch kein Gerät, was ich bisher hatte, was so flexibel war, dass ihr in beide Richtungen damit reinigen könnt, macht das Ganze in der Reinigung noch schneller. Er ist eher etwas dafür gedacht, um mal eben zwischendurch zu reinigen. Für kleinere Wohnungen würde ich einfach sagen, denn er kommt halt schon bei größeren Partikeln an seine Grenzen. Der Staubbehälter ist nicht unbedingt dafür geeignet, viel aufzunehmen, da müsst ihr halt ständig ausleeren. Für größere Wohnungen nimmt man da halt einfach einen Sauger mit einem größeren Staubbehälter. Ja, das mit dem Akku ist so eine Sache. Ich finde den Akku, dass der jetzt hier, wenn man noch einen dazu kaufen will, dass der 100 Euro kostet, ist natürlich schon ein bisschen teuer, wenn man bedenkt, dass das Gerät für ein Dyson-Gerät schon relativ günstig ist. Kostet halt 399 Euro in der normalen oder 429 Euro in der Plus-Variante mit Fugendüse, mit Beleuchteter, die ich auch echt cool finde. Ja, also ich kann das Gerät persönlich sehr empfehlen. Es gefällt mir sehr. Er wird hier zu Hause weiter im Einsatz bleiben, weil er einfach für die Zwischendurchreinigung, wenn man sagt, ich muss mal eben schnell irgendwas sauber machen, irgendwo zwischen, irgendwo drunter, dafür ist er super. Und auch auf dem Sofa mit dieser Bürste hier vorne drauf ist er sehr, sehr handlich. Gefällt mir richtig gut. Wenn euch jetzt noch Fragen offen geblieben sind zum Dyson Omniglide, dann gerne in die Kommentare damit. Schaut euch auch gerne unseren Akkusaugerfeinde an. Da fließt das Ergebnis, was ich jetzt hier ermittelt habe, natürlich genauso mit rein. Aber auch alle anderen Tests, die ich bereits gemacht habe, findet ihr im Akkusaugerfeinde. Da könnt ihr Geräte miteinander vergleichen, könnt Filter setzen für eure persönlichen Bedürfnisse. Was braucht ihr für Zubehör? Wie viel darf er kosten? Und so weiter und so fort. Den Link zum Akkusaugerfeinde findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch gerne in unsere Akkusauger-Facebook-Gruppe kommen. Da sind jetzt auch über 1600 Menschen drin. Könnt ihr euch auch mit anderen austauschen, wenn ihr dazu Lust habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Kanal-Abo. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.